Sisi, herzlich zur Pressekonferenz. Heute hat es leider nicht geklappt mit einer Aufholjagd unserer Tigers. Aber es kann auch nicht immer klappen. Unsere Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft, alles gegeben. Heute hat es nicht sollen sein. Trotzdem Anerkennung und Applaus für unser Team. Gleichzeitig natürlich Gratulation an die Gäste zum Sieg. Wir haben momentan einen Lauf. Applaus für Fighting. Und vorerst letzter Applaus für die beiden Trainer John Szczynski und Sergej Wasmiller. John, am Schluss ist es nochmal eng geworden, aber ich glaube, jetzt fahren Sie mit einem Strahlen und glücklich nach Hause. Ja, guten Abend. Klar, wir sind hochzufrieden. Ich kann nicht vorstellen, dass viele Mannschaften hier kommen dieses Jahr und mit 3 Punkten nach Hause fahren. Bayreuth ist eine sehr starke Mannschaft. Die haben am Anfang des Spiels die ersten 10 Minuten uns ständig unter Druck gesetzt. Es sind verdient mit 1-0 in Führung gegangen. Wir haben Gott sei Dank das Ausgleich geschossen und das Überzahl, die 5 Minuten Überzahl genutzt. Sind dann weiter auf ein paar Konterchancen auf 4-1, was nicht zu erwarten war, aber war gut für uns. Im zweiten Drittel war ein Spiel auf ein Tor. Wir haben verteidigt mit alles, was wir hatten. Gott sei Dank war nur 4-2. Im dritten Drittel, glaube ich, waren wir ein bisschen besser ins Spiel, obwohl die Bayreuther, es war klar, dass die kommen. Und wie gesagt, wir haben alles gemacht, um das letzte Tor zu verhindern und mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Und es ist uns gelungen. Wir sind sehr zufrieden. Danke. Sage, wir haben es gesehen, heute hat es nicht geklappt mit der Aufholjagd. Wie groß ist jetzt der Frust? Hallo, guten Abend. Auf meiner Stelle ist einmal, ich möchte der Beising und John gratulieren zum Sieg. Und ja, also haben wir uns das Spiel heute aus der Hand abgegeben, besonders das erste Drittel, erste 10 Minuten, wie John schon gesagt. Wir haben zu Recht, meiner Meinung nach, auch in Führung gegangen, ein Tor gemacht. Und was das danach passiert, wir werden das analysieren. Also, und das ist jetzt nur dazu. Das zweite, also vierte Tor, 2 Sekunden vom Schluss, da war der Knackpunkt dazu. Sicherlich diese Strafzeiten, 5 Minuten, hat das uns aus dem Konzept herausgebracht. Das haben wir überhaupt nicht vorgenommen. Wir eigentlich gut gestanden unter Zahl, zum Schluss kassieren wir Tor. Dann passiert das dritte Tor, auch das unsere Fehler. Wir haben dieses, die Räume abgegeben und der Dreizone nicht richtig agiert, attackiert, und die Gegner haben wir mehr und mehr ins Spiel angeladen und haben die im Endeffekt schießt der vierte Tor. Aber trotzdem alles müssen wir sagen, wir haben in dieser Phase, wir haben 1,5 Minute 5-3 Situation gehabt und wir haben, ich glaube, keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht. Und das ist für mich, ist es wirklich Rätsel, darüber würde auch ernsthaft reden morgen. Und da, was ist danach gekommen, alles zusammen in meinem Drittel, es war schon bitter, muss man sagen. Dann ab zweiter Drittel, wie John gesagt, und das letzte Drittel, wieder gekämpft, wieder wir müssen riesen Comeback zu schaffen, leider dieses Mal nicht geschafft, aber wir waren auch dran. Wir müssen auch dazu sagen, die Gegner sehr gut in Slot gestanden, sehr gut verteidigt. Ich weiß nicht schon, wie viele Schüsse geblockt heute, aber das war grandios, was sie gemacht haben. Und von daher, wir waren heute einfach nicht verdient, das zu gewinnen. Und jetzt müssen wir also abhaken, gut analysieren und dann vorbereiten für nächstes Spiel. Genau, richtige Gegner ist der Regensburg aus. Danke. Sag dir eine Nachfrage noch. Du hast als mitentscheidenden Faktor diese 5 plus Spieldauer Strafe genannt. War die gerechtfertigt? Nein, ich hab nicht gesehen diese Situation, aber ich habe das Video und schauen wir mal in Ruhe. Gibt es Fragen aus dem Publikum von der Presse? Jawohl. Radio. Erstmal Glückwunsch zum Sieg, John. Danke. Für mich war das eine abgezockte Geschichte vom EC Fighting. Unglaublich. Sensationell. Diese Leistung heute, fast ein perfekter Auswärtssieg, kann man das so sagen? Perfekt gibt es nicht, aber ja, na, jeder hat füreinander gekämpft.
am Ende des Spiels, wir hatten zwei verletzte Spieler, der Tim Rohrbach und Martin André, die haben nicht mehr gespielt. Es war wirklich ein Kampf. Wir haben nur über den Kampf heute gewonnen. Und deswegen, man sieht, ja, dass die einfach füreinander kämpfen, dieses Selbstvertrauen ist da. Wir haben einen Lauf jetzt und dann gewinnt man solche Spiele wie heute. Wie geht's Tim und Martin? Der Tim ist mit dem Kopf voran in die Bande und war, glaube ich, eine gewisse Zeit bewusstlos, hat dann nicht mehr weitergespielt. Und das Gleiche beim Check, das habe ich auch nicht gesehen, aber unser Spieler hat Beschwerde im Kopf und ist auch nicht mehr einsatzbereit. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Torhüter. Du hast ja nach 20 Minuten einen Torhüter rausgenommen. Ärgerst du dich im Nachhinein, dass du nicht von Anfang an den Julian Wiedermann reingetan hast? Nein, also der Wiedermann, Johannes, jedes Spiel, was bei uns gespielt hat, ob der hier oder auswärts, absoluter Top-Leistung abgerufen. Was ist heute passiert? Okay, wir sind alle Menschen, hatte nicht seinen Tag. Wir haben auch ihm nicht geholfen, das ist auch die Tore gefallen, aber hatte heute das ist nicht funktioniert. Abhaken und ich denke, das ist gut genug, das ist auch wegstecken und dann versuchen, das ist auch gleich im nächsten Spiel gut zu machen. Ganz einfach. Aber gut, der Julian, wo wir gewechselt, der hat ein paar gute Paraden gemacht, der hatte gezeigt, ich bin da, hallo. Und dann ist natürlich dann, Jungs hat hier mehr Vertrauen, also zugetraut, nach vorne zu gehen, mehr arbeiten, mehr Aggressivität zeigen, Zweikämpfe zu gehen, Zug zum Tor üben. Also auf jeden Fall, das war unsere Entscheidung und das ist halt passiert. Kann es sein, dass der eine oder andere den ECP unterschätzt hat? Auf keinen Fall. Also wenn er von Anfang an wäre so gewesen wie der zweite Teil, der erste Drittel, da würde mir gedacht machen, aber in den ersten 10 Minuten, wir spielen gut, wir schießen Tor und dann, anscheinend jeder hatte gedacht, die Löwen von alleine heute. Und das ist der Fall. Ich weiß es nicht, ob das stimmt, aber das muss ich analysieren in Ruhe. Danke dir. Bitteschön. Weitere Fragen? Keine, ich habe noch eine an John. John, wir schauen natürlich mit Interesse auf eure Entwicklung. Ihr hattet einen holprigen Start, aber jetzt so eine richtige Siegesserie gestartet. Wie ist es Ihnen gelungen, irgendwie den Schalter umzulegen? Ja, wir haben eine wechselhafte Saison gehabt bis jetzt. Die ersten 5 Spiele haben wir ständig gepunktet. Ich glaube, 11 von 15 Punkte geholt. Und dann haben wir 5 Spiele in Folge verloren, keinen einzigen Punkt geholt. Und dann war nicht die Wurm drin, aber es war einfach, dass die Jungs keine Selbstvertrauen mehr hat. In diese 5 Spiele haben wir nur 4 Tore geschossen. Und dann kann man kein Spiel gewinnen. Ja, wir haben oft, wir waren ratlos mehr oder weniger, weil wir haben bewiesen am Anfang, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und ja, Gott sei Dank, ich glaube, der Knackpunkt war ein Spiel in Landshut. Wir waren 4-1 hinten nach dem zweiten Drittel und haben dann letztendlich in Verlängerung gewonnen. Und seit dann haben wir immer wieder gepunktet, jetzt die letzte 7 in Folge. Aber wir behalten euch auf jeden Fall im Auge. Es ist interessant, das mitzuverfolgen. Wünschen weiterhin viel Erfolg in der Saison. Sage viel Erfolg am Sonntag gegen Regensburg. Haben wir schon noch geschlagen zu Hause. Also ist auch was möglich. Muss nicht heißen, dass wir dort nicht punkten können. Ihnen wünsche ich viel Spaß noch im VIP-Raum und einen schönen Nikolaustag am Sonntag. Lassen Sie sich beschenken oder lassen Sie sich vor allen Dingen oder schenken Sie Ihren Kindern was. Und ja, ich werde ein bisschen mein Patenkind erschrecken und ja, werde ein bisschen Spaß haben am Sonntag. Und natürlich Eishockey verfolgen. Ich möchte noch ganz kurz, ich möchte mich bloß bedanken für die tolle Gastfreundschaft heute. Aus meiner Sicht als Radioreporter ist nicht immer selbstverständlich, dass man so auch da hinten, dass man dann mit einem Getränk versorgt wird. Die Stimme ist dann doch manchmal, die darunter leidet. Also Kompliment und vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Da freuen wir uns riesig für das Kompliment und ich gebe es gleich weiter an unsere Damen hier im VIP-Raum. Herzlichen Dank, freut uns sehr. Ihr seid immer willkommen bei uns. Danke.